Es ist mal wieder so eine typische Zlatan-Story. Im Interview mit GQ Italia hat Zlatan Ibrahimovic über seine Zeit in Italien geredet und dabei eine Anekdote über seine späte Rache an Marco Materazzi erzählt. Es begann 2006, als der damalige Inter-Verteidiger Ibrahimovic mit einem harten Foul attackierte. Ich wollte zurück auf das Feld, um mich an Matrix rächen zu können. Wenn jemand mir so etwas antut, vergesse ich das nicht. Und Zlatan vergaß tatsächlich nicht. Beim nächsten Aufeinandertreffen der beiden, erst 4 Jahre später, knallte es. In der zweiten Hälfte kam Matrix auf mich zu und ich traf ihn mit einem Taekwondo-Move. Ich schickte ihn ins Krankenhaus. Daraufhin soll Materazzis damaliger Mitspieler Dejan Stankovic ihn noch gefragt haben, warum er das getan habe. Ich antwortete ihm, ich habe 4 Jahre auf diesen Moment gewartet, darum. Dann ging ich, alles rächt sich irgendwann. Milan gewann und es war ein guter Moment. Das Kuriose an der ganzen Geschichte, 3 der 4 Jahre, in denen Zlatan auf seine Rache wartete, spielte er mit Materazzi zusammen in einem Team. Ein Tackling im Training oder vielleicht eine Aussprache unter 4 Augen, anscheinend nicht Zlatans Stil. Eine Reaktion von Materazzi auf die neuesten Aussagen ließ nicht lange auf sich warten. Auf Instagram postete der Italiener ein Bild vom Champions-League-Sieg 2010 mit Inter. Denn unmittelbar nach Ibrahimovics Abgang holten die Nerazzurri in der Saison 2009-2010 das Triple. Unter dem Post schrieb Materazzi: Ich kam, ich sah, ich siegte. Immer und in jedem Fall. Danke Ibrahimovic, ohne dich hätten wir nie gewonnen. Zusätzlich verlinkte er noch Samuel Eto'o, der damals an Ibras Stelle im Sturm die Tore schoss. Ob von Ibrahimovic nochmal eine Antwort im Zlatan-Style folgt, wer weiß. Freunde werden er und Materazzi aber wohl eher nicht mehr.